Franz vs. Strick geht in eine weitere Runde und jetzt ist Rob Van Dam der Nächste, der es versucht, der versucht, die Streak vom Undertaker zu unterbrechen. Einige haben sich Rob Van Dam gewünscht und das ist ein Rob Van Dam Core. Ich weiß nicht genau von wem, auf jeden Fall natürlich für PS3 oder für PSN oder wie auch immer. Auf jeden Fall war der bei Smack Talks beim Community Showcase war dabei. Müsst ihr mal gucken. Vielleicht findet ihr ihn. Auf jeden Fall ist das sein Battleground-Attire. Und ansonsten spielen wir in der WrestleMania 30 Arena. Und ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriegen werde. Weil ich muss mal gucken, wie die Finisher sind. Ob er noch einen Standing-Finisher hat, weil ansonsten wird es schwierig. Und das wird mal eine Herausforderung, ohne Standing-Finisher das Ding hier zu reißen. Oder ohne einen Finisher, den man auch an der Stage einsetzen kann. Weil man kann sich ja mittlerweile keinen Tisch mehr nehmen, auf diesen Stellen. Und, oh, die Wimper sind aber groß vom guten RVD. So, mal gucken. Match Information, Special Moves, was haben wir da? Oh Gott. Oh Gott. Rolling Thunder und Rolling Fireman's Carry. Okay. Das wird nicht so einfach. Das wird nicht so einfach. Versuche ich erstmal am Anfang wieder ein bisschen im Ring. Achso. Vielleicht hat er ja Move Thief oder so. Das wäre ganz gut. Nicht. Hat er auch nicht. Können wir auch keinen Tombstone klauen? Na, da freue ich mich ja riesig. So, denn also. Gewohnte Taktik. Da muss ich wohl ein bisschen was mit OMG-Moments reißen. Ansonsten bleibt ja keine andere Möglichkeit. Ach nee, stimmt ja. Es gibt ja Alternativfinisher. Ich erinnere mich. Alternativfinisher. Implant Buster. Natürlich. Denn, ja, wozu gibt es denn Alternativfinisher, ne? Oh Gott, was soll der Mist denn jetzt hier? Gut, dass es Alternativfinisher gibt. Reversed, alles klar. Warum das auf Englisch ist und was nicht alles, habe ich in der letzten Episode am Anfang erklärt. Als es mit Shawn Michaels gegen die Streak ging. Einfach mal angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Vielleicht interessant für einige. So, ab geht's. Rob Van Dam haben sich wie gesagt einige Wünsche und ihr könnt weiterhin in die Kommentare Finisher, Quatsch, Vorschläge posten, mit wem ich das nächste Mal probieren soll, die Streak vom Undertaker zu unterbrechen. Natürlich darauf achten, in der Playlist einfach mal gucken, mit wem ich schon alles gespielt habe, weil ich möchte eigentlich noch nicht mit welchen doppelt spielen. So, scheiße. Too fast, too early. Dann haben wir gleich einen Finisher. Dann werden wir den 5-Star Frog Splash wenigstens einmal zeigen hier im Ring. Das wäre ganz cool, so. So, zack. Bam, 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 bam. So, also ab in die Seile. Und wenn ihr konntet mit einem Running DDT, den man ziemlich oft hier im Spiel sieht von Taker, der ist sehr erregt, diese Move zu zeigen oder so. Diesen Move zu zeigen, wie auch immer. So, erstmal Final Roll oder Rolling Fireman's Carry Slam. Wollt er nicht. Den nochmal probieren. Jetzt aber, komm. Jawohl. Dann aus Top Rope. 5-Star Frog Splash daneben gekontert. Du kannst mich mal, Taker. Ganz ehrlich. Hier, komm her. Komm her, die Taktik kennt ihr auch mittlerweile. Ich weiß, bis du taunst jetzt nicht. Hätte ich mir vielleicht angucken sollen. Der soll okay sein. Mist, er schlägt. Jawohl, gekontert. Glaub's nicht. Na. Komm, dreh mich. Ey, der... Fick dich. Macht einen Whip. Mist, zu fast. Zu früh. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hat er mich schon umgedreht, habe ich trotzdem nicht gekriegt. Mann. Nee, jetzt geht nicht mehr in den Ring. Kann's vergessen. Torze angucken, der ist ganz gut. Der ist auch gut. Aber die hat gute Taunts. Der geht auch nicht allzu lange. Würde auch gehen, wenn der Taker mal eine Runde liegt. So, also. Ein paar OMG-Moments zeigen. So. Na, greif doch mal den Scheiß hier. Ne, ja, komm du her. Kein Problem so, ne? So, in der letzten Episode habe ich jetzt zweimal den anderen Finisher gezeigt, beziehungsweise den OMG-Moment durch die Barrikade. Dann mache ich heute mal
den OMG-Mon an die Stange ran. Mist! Mist! Wieder falsches Timing. Kann er wohl nicht angehen. Und direkt auf die Barrikade rauf. Direkt. Habe ich doch gesagt. Nice. Okay, er whippt nur. Er whippt nur. Aber ich muss zurück. Oh Gott. Nein! Nein! Doch noch nicht so früh. Das kann doch nicht vorbei sein. Komm! Da muss ich noch rauskommen. Bitte! Okay, Resilience, tut mir leid. Aber. Das musste sein. Aus dem Ring, aus dem Ring, aus dem Ring. Nee. Komm her jetzt hier. So ein Scheiß, ey. So, so ein Mist. So. Rolling Fireman's Carry. Die Roll. So, und jetzt einmal noch den Boot to the Ring Post zeigen. Ist ja Corgi. Jawohl. Hau gegen hier. OMG-Moment, jawohl. Und dann gehe ich zur Stage. Da habe ich keine Lust mehr auf den Mist hier. Dann habe ich keine Lust mehr darauf. Muss ich schon meine Resiliency verballern. Boah. Das war ja fies. So früh am Anfang und habt ihr gesehen, wie klein der Balken war? Da hatte ich gar keine Chance. Da ich sowieso nicht der Beste bin in Pins. Ah, Resilience gerettet. Kann ja die Episode in 5 Minuten schon beenden. So. Schöner Backflip. Wie sieht's aus? Ist es gelb, eh. Das kenne ich doch irgendwoher. Das kenne ich doch irgendwoher. So. Reverse. Wenn er wegläuft, kann ich auch taunten. Taunten ist immer sehr nützlich. So. Jetzt einmal dahin. Ja, lauf weiter weg. Ja, lauf weiter weg, ist kein Problem. Ich dachte, jetzt kriege ich ihn abgefangen mit dem Running. Irgendwas. Aber wollte er nicht. Jetzt haben wir gleich einen Finisher. So, wurde aber auch Zeit. Komm, kann ich Rolling Thunder eigentlich auch draußen zeigen? Wie kann ich denn einen Alternativ-Finisher zeigen? Oder geht das nur am Tisch? Ne, eigentlich müsste doch so gehen. Ich meine, mit Rey Mysterio geht das doch auch, oder nicht? Hä? Oder muss ich... Hä? Wie mach ich den? Standing in front. Ja. Yeah. Wie, geht das nicht so einfach, oder was? Geht das nicht so einfach? Ich weiß es nicht, was mache ich denn da? Wenn ich keinen Finisher am Start habe. Der muss doch gehen. Warte mal. Tutorial. Reversals. Wake-up Taunts. Signature Move. Alternate Finisher, so. Ja, also, da steht, dass ich ihn eigentlich nutzen kann. Wenn die Finisher nur im Ring möglich sind. Oder zählt das nicht als nur im Ring möglich? Weil ich ja von der Leiter theoretisch auch machen kann. Oder was soll der Scheiß denn? Jetzt hat er einen Finisher. Ja, komm, 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 kriege ich Kontakt. Jawohl! Reversed! Reversed! Boom! Ganz easy peasy, mal das Ding hier. Ja, dann würde ich mal sagen, muss ich das mit OMG-Moments machen, was? Der holt mir gleich noch... einen dritten Finisher. Dritter Finisher. Zack. Komm her hier. Also wie gesagt, wenn ihr mir sagen könnt, wenn ich hier, wie ich den Implant Facebuster hier ausführen kann, außerhalb des Rings oder den Alternativfinisher im Allgemeinen, dann schreibt mir in die Kommentare, weil ihr seht ja, dass kein Zeichen dafür kommt hier. So. Der Rob Van Dam taunted. Ist das nicht schön?
Reversed. Reversed, wie auch immer. Und gleich den dritten Finisher, wie es sich gehört. Mal gucken, wie ich das nachher machen werde mit dem Ende. Ja, wo meint das mit dem Ende? Weil der Feister Frostbash, der geht doch garantiert daneben. Oder ich beende es mit der Submission, ich weiß es noch nicht. Weil sobald ich nochmal in den Pin komme, ist es aus. Aber sowas von. So. So, Rolling irgendwas. Und gehen wir mal zu den Barrikaden-Ecken, wenn man es so nennen kann. Fangen wir hier unten an. Backflip. With me. Ah, OMG-Moments müssen aushelfen, ey. So, also einmal dahin. Nicht Content. Jawohl. Jawohl. Badam. Sehr schön gemacht, Franz. Sehr schön hast du das gemacht. So, kannst wieder aufstehen. Und dann einmal in die Ecke da hinten. Jawohl, OMG-Moment. Badam. Auch nochmal da durchgezimmert ein Spear. Stecken wir vor und er ist schon ordentlich angeschlagen, wie sie gehört. So, dann zeige ich nochmal einen Finisher. Da hinten nochmal einen dritten. OMG-Moment. Komm, lauf, komm direkt. Jawohl, so habe ich mir das vorgestellt. Direkt in die Ecke reingewippt. Jawohl. So, jetzt muss ich Resiliency noch wegkriegen. Mal sehen. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Jawohl. Jetzt nutzt er die Resiliency. Und tschüss. Hahaha. Hihihi. War wohl nichts, Taker, wa? War wohl nichts. Jetzt muss ich gucken, wie ich das mit den Finisher mache eben. Ich will eigentlich nicht mit weniger als zwei Finishern in den Ring für den Ernstfall. Jetzt hat er auch schon wieder einen Signature-Move. Ich sollte mich verpissen eigentlich. Habe ich eigentlich die Möglichkeit rauszugehen? Habe ich... Ne, aber ich habe Comeback-Moment. Das könnte nützlich werden. Wenn ich im Ring bin. Okay, whip nur, alles klar. Dann ich falle rüber. Jawoll! Gekontert! Ich glaub's nicht. Geht gut, geht ganz gut heute so, ne? Kann ich Dings zeigen? Nö. Dann machen. Finny Roll. Warte mal. Ich whip ihn in den Ring. Probier ihn dann zu pinnen. So, haben wir einen starken Irish Whip. Ne. So, kann ich da vielleicht Five-Star Frog Splash zeigen? Na. Komm rein hier in den Ring. Wehe, Top. Bind mich. Ist doch nicht dein Ernst, oder warte raus aus dem Ring raus. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich hab noch Resiliency zur Not. Doch nicht. Ja, nee, hab ich schon eingesetzt. Boah, da hatte ich nochmal Glück. Da hatte ich gerade nochmal Glück. Dass wir am Körper erst orange sind oder so wahrscheinlich. Jetzt aber nicht mehr. So. Fuck. Komm! Komm! Nein! Nicht pinnen! Nicht pinnen! Der Comeback-Moment. Ist doch nicht dein Ernst. Konnte. Jawohl. Nö. Ohne mich, mein Freund. Ohne mich. Hat er einen Finisher auch noch? Wie bitte? Wovon denn? Kann mir gerade noch nicht durchgezogen. Achso, weil er gekontert hat, ich erinnere mich. Ja, mach doch Hellsgate. Spasti. The day is over. So nicht. Ah, oh Mann, ey. So ein Mist.
nur die Finger Roll. Versuche ihn anzusetzen, dann den Five-Star Frog Splash. So, sieht gut aus. Drehen, 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 drehen. Ab. Nein! Bist du doof? Bist du doof, RVD? Sollen der Mist? Steh wieder auf. Scheiß Frogs, Five-Star Frog Splash ist immer voll schwer zu treffen. Jetzt pinnt er mich, ne? Natürlich. Jawohl! Gekontert! Roll-Up-Pin! Roll-Up! Das ist der Sieg für RVD! Nein! Leg dich hin, Taker! Jawohl! Na, na, na! Lauf weg! Lauf weg! So, nein! Komm, wieder! Muss jetzt hier eigentlich... Sollte nicht so schwer sein, ey! So. Jawohl. Noch ein bisschen ziehen. Und jetzt noch aufs Top Rope. Five Star Frog Splash. Er geht daneben. Das kann doch nicht wahr sein. Mach. Nein. Rope Break. Fick dich. Gewinnt er via Hell's Gate, ey. Oh, der verfickte Five Star Frog Splash. Dass der nie treffen muss, ne? Och man. Hätte ich es doch via Submission machen müssen. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Hier gewinnt der Take ja schon wieder, ey. Lief gestern besser. Muss man eindeutig sagen. Boah. Mal gucken, was die Punkte sagen. Was wir trotz. Oder was wir ohne Resiliency-Bonus noch hingekriegt hätten. 43.000 und ohne Siegbonus. Noch ein Mist. So, vor allen Dingen, ich glaube, wir haben einen Bug gefunden von, oder bei der letzten Episode war am Ende Black Screen. Und irgendwie wurde der Highscore von mir genommen, der schon mehrere Monate alt ist. Und jetzt wurde ich gerankt auf 176. Und das ist nämlich der Highscore von Edge. Und Edge ist ja schon einige Episoden her. Übrigens hatte ich zwischenzeitlich mal ein Match gewonnen. Mit, ich weiß nicht mehr wem, aber innerhalb von 2 Minuten. Hier, 2 Minuten 41, könnt ihr oben sehen. Mit wem war das? Mit wem hatte ich das gewonnen? Mit Nigel McGuinness. Das war gut. Das war gut. Bruno Sammartino war auch ganz cool. Da war auch sehr, sehr dominierend. Wie gesagt, ich habe alle DLCs. Ihr könnt euch auch DLC-Charakter wünschen. So, eine Folge nehme ich gleich noch im Anschluss auf. Und dann werde ich dann in der übernächsten Folge gucken, wie die aktuellen Finisher, Quatsch, Wrestler-Vorschläge sind. Ansonsten suche ich mir noch alte Vorschläge. Bis dahin, euer Franz. So, ja, also RVD, also mit RVD waren wir nicht so erfolgreich. Dieser verfickte Five-Star-Frog-Splash will auch nie sitzen, ne? Aber wirklich nie. Hat er einmal gesessen hier im Match? Ich glaube nicht, überhaupt nicht, ne? Was will man machen? Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder um 16 Uhr, ne? Franz vs. Freak ist aktuell um 16 Uhr und bis dahin, euer Franz. Franz sagt, bis zum nächsten Mal, haut rein, Daumen hoch und tschüss.